Hey YouTube, willkommen bei Say What. Ich möchte euch heute ein neues Spiel fürs iPad vorstellen, das heißt Beyond Yms HD. Es gibt es auch fürs iPhone oder für den iPod Touch, dort kostet es dann 2,99 € aktuell, für das iPad kostet es zurzeit 4,99 € und es ist sein Geld auf jeden Fall wert. Dieser hohe Preis, lasst euch davon nicht abschrecken, man kann sich damit sehr, sehr lange aufhalten und es ist ein wirklich gutes Spiel für alle Altersklassen. So. Genau, ich könnte jetzt Continue Your Journey machen und ich würde einfach mitten ins Spiel einsteigen. Aber da ich euch ja das demonstrieren will, fange ich jetzt von vorne an. Hier rechts oben seht ihr übrigens das Symbol für Open Find, das heißt, man könnte es auch an Open Find koppeln, das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Gehen wir für Options, Reset Progress. Yes. Und vielleicht hört ihr mal das Lied gerade. Also es erinnert so ein bisschen an James Bond, wenn es von einem Marienkäfer gesungen werden würde. Entsprechend finde ich das ziemlich cool und es passt einfach. Jetzt wird einem erstmal die Geschichte erzählt. Also in diesem Königreich leben ganz viele Marienkäfer und das wird belichtet durch diese Diamanten. Und dann kommen böse Spinnen, die die Diamanten klauen. Und die Königin bestimmt dann einen Marienkäfer, der die Diamanten wieder einsammeln soll, die die Spinnen auf ihrer Flucht verloren haben. Also eine süße Geschichte und es wird zwischen den ganzen Leveln immer wieder diese Geschichte wiederholt und erzählt. Also wirklich nett gemacht. Hier sehen wir jetzt die Map oder die große Karte. Auf dieser Karte seht ihr ja diese gestrichelten Felder oder Wege zu den einzelnen Punkten. Das sind die Felder, wo wir noch nicht hin können. Und die bereits ausgefüllten Felder, das sind die Felder, von wo wir aus gehen können. Das heißt, die Geschichte ist auch gar nicht linear, sondern man kann sich aussuchen, wo möchte ich weiterspielen. Auch jetzt komme ich an der einen Stelle nicht weiter, dann nehme ich mal eine nächste Kreuzung. Und entsprechend kann man dann auch vielleicht, wenn man an einer Sache nicht weiterkommt, andere Wege gehen. Jetzt seht ihr, ich habe ja noch nicht gespielt, beziehungsweise habe ich ja gerade resettet. Das heißt, wir müssen das Tutorial auch nochmal spielen. Und da gibt es leider auch keine Variante, wie man das abkürzen kann. Aber ist nicht schlimm, dann seht ihr gleich die ganzen Funktionen, die es gibt. Hier ist der Käfer. Ihr seht, die Grafik ist natürlich super geil, wenn sie auch sehr kindisch ist. Aber sie ist einfach süß. Gefällt mir gut. Man bewegt sich fort, indem man hier rechts klickt oder links klickt. Und so läuft. Und hier springt man. Und hier in die andere Richtung. Wenn man hier drauf drückt, sieht man dann einen großen Ausschnitt der Map. Das heißt, man weiß, wie es weitergeht. Und jetzt kippen wir mal die Box hier. Und gehen weiter und kippen weiter. Und jetzt können wir hier raus. Und hier können wir in die Box wieder rein. Und wir krabbeln weiter. Und jetzt ist da ja so ein Stein, den können wir aber wegdrücken. Kein Thema. Jetzt ist da eine Eichel, die uns den Weg versperrt, den können wir aber rauslaufen einfach. Und dann drücken wir noch ein bisschen und dann sind wir da schon vorbei. So, das war eine Sprungfeder. Jetzt können wir das hier wieder umkippen und weiter geht's. Und jetzt kommt eine schwierigere Sache. Man muss sich hier einfach auf die Ecke stellen. Genau, und jetzt links schnell drücken, rechts drücken und dann ist man durch. Und durch diese Klappen kann man auch immer nur in eine Richtung. Das wird von den Linien angezeigt oder Schleifspuren, wie ihr wollt. Wenn ich jetzt hier gegenlaufe und dieses Symbol erscheint, dann sieht man, ich kann hier dagegen hämmern und dann fällt diese Box runter. Und hier die Wände, da seht ihr jetzt, der wird ein bisschen langsamer, die kleben etwas. Wofür das gut ist, weiß ich noch nicht. Aber diese ganzen Sachen, die es da gibt, die behindern einen nicht, sondern meistens helfen die einem. So, das war das Tutorial. Und jetzt sehen wir, jetzt ist das hier rot angestrichen, das heißt, wir können das jetzt spielen. Wie viele Diamonds haben wir gesammelt? Noch gar keine. Wir haben halt das noch nicht gespielt. Man kann dieses Level halt immer wieder spielen, bis man
alle Diamonds eingesammelt hat, also alle Diamanten. So, ihr seht, das war schon falsch. Denn da komme ich nicht hoch. Aber so komme ich da hoch. Jetzt komme ich hier auch wieder nicht hoch. Und hier komme ich auch nicht mehr rein. Das heißt, ich habe mich jetzt hier festgesetzt. Kann nichts machen. Also Restart Level. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn man das machen muss. Man muss einfach nur wieder von vorne anfangen. Ach so, das hatten wir ja gerade. So, der Trick hier ist zum Beispiel, dass ich jetzt hier gehe und dann hier oben rausgehe. Denn mit dieser Kiste wäre ich nicht hier dran gekommen, sondern wäre immer in diese Kiste gelaufen. So kann ich jetzt da drüber gehen und habe den zweiten Diamanten. Und wir drehen die Kiste wieder. Und Level ist beendet. So. Zwei Diamanten gesammelt, relativ schnell. Goldmedaille dafür bekommen. Weiter geht's. Jetzt könnten wir uns hier das nächste Level aussuchen oder wir gehen einfach von hier aus weiter. Das heißt, man muss jetzt nicht eins von diesen beiden Wegen gehen, sondern man kann auch einfach hier jetzt drauf gehen. Mache ich jetzt nicht mehr. Das Ganze geht nur im Landscape-Modus. Hochkant geht nicht. Und das war's. Das ist die App. Sie ist mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. Es ist eine richtig gute App, die auch wirklich Spaß macht und womit man sich lange aufhalten kann. Und man kann sie trotzdem einfach mal zwischendurch spielen. Deswegen lohnt sie sich und deswegen wollte ich sie auch euch heute einzeln nochmal vorstellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewerten, kommentieren und wir sehen uns demnächst. Macht's gut, bis dann. Tschüss.